Chloe, wo steht das Schweizer Gesundheitswesen im Hinblick auf den Einsatz neuer Technologien? Die Bereitschaft in der Schweiz bei der Bevölkerung ist durchaus da, hier vorwärts zu machen. Man möchte gerne Digitalisierung vorantreiben. Man ist auch bereit, die eigenen Daten beispielsweise zu speichern und online zu teilen. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass wir hier noch einen weiten Weg vor uns haben. Da ging es sehr häufig darum, dass man gesehen hat, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir weitergehen müssen in der Digitalisierung. Wie sehen denn die Erwartungen der Generation Z aus? Die Generation Z ist eine Generation Digital Natives. Das heißt, sie sind aufgewachsen bereits mit dem Selbstverständnis, dass alles digital ist und dass man das Internet stets bei sich trägt. Dementsprechend sind auch die Erwartungen an das Gesundheitswesen. Beispielsweise möchte diese Generation ganz klar von Gesundheitsfachpersonen auch die Möglichkeit haben, sie online zu erreichen, per Chats, per anderer Apps. Und das wird definitiv auch eine Herausforderung sein, dass wir die Angebote so weit bringen können, dass diese Generation abgeholt wird. Ist denn die Akzeptanz da, dahingehend, dass die bestehenden Teilnehmer der Versorgung sich auch einstellen auf das, was hier gefordert wird? Die Akzeptanz ist da. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das stark verändert. Im Bereich der Ärztinnen und Ärzte hat es da früher noch mehr Widerstand gegeben. Heute ist eigentlich Konsens, dass wir bei der Digitalisierung vorangehen müssen. Aber die Umsetzung, da mangelt es manchmal noch etwas. Das ist schwierig. Da braucht es zuerst Gesetzesentwürfe und Vorlagen. Und im direktdemokratischen System der Schweiz, wo alle mitsprechen können, geht das sehr häufig auch ein bisschen langsam. Haben Sie denn konkrete Beispiele für Erfolge, die bereits stattfinden? Also wir sind unterwegs, um das elektronische Patientendossier einzuführen. Allerdings muss man sagen, Erfolg bedingt. Wir haben eine Gesetzesvorlage, wir haben bereits erste Tests, aber wir sind noch nicht so weit, dass das flächendeckend wirklich zum Tragen kommen würde. Welche Vorteile sehen Sie denn auf Seite der Behandler? Bei den Patienten ist das ja relativ klar. Präzision in der Medizin, Demokratisierung, Erreichbarkeit, Zugang für die medizinische Versorgung, Orts- und Zeitunabhängigkeit von Informationen. Für die Behandler, wo sehen Sie konkrete Vorteile, mit denen man sozusagen in die Werbung für den Einsatz neuer Technologien gehen kann? Ja, die Verfügbarkeit von Informationen ist sicher der wichtigste Vorteil, und zwar indem unterschiedliche Gesundheitsfachpersonen die Informationen über ihre Patientinnen und Patienten miteinander teilen können, aber natürlich auch die Patientinnen selber Informationen einspeisen können. Schlussendlich ist Information immer auch Gewinn, und da ist die Digitalisierung sicher ein wichtiger Teil.